Ach, was bin ich froh, dass ich im Theater bin. Draußen ist die Hölle los, der Wahnsinn schon am Bahnhof. In Köln bin ich kaum aus dem Zug rausgekommen. Jetzt sind die Aufstände aus Nordafrika auch bei uns angekommen. Ja, man dachte ja, die Proteste würden sich nur gegen besonders schlimme Diktatoren und Alleinherrscher richten, also gegen Mubarak, Gaddafi und Felix Magath. Aber jetzt steht das Volk auch gegen die Regierung in Deutschland auf. Hunderttausende stehen gerade auf dem Neumarkt und fordern den Rücktritt der Regierung Merkel. Und nicht nur da. Im Radio kam gerade die Meldung, in ganz Deutschland wird demonstriert. Die Arbeit steht still. Die deutschen Beamten sind in einen spontanen Generalstreik getreten. Es werden schon Wetten angenommen, wie viele Wochen es dauert, bis es einer merkt. Die Regierung hat er auf die Unruhen auch schon reagiert. Es gibt Berichte von Ausgangssperren in Oberhausen und Wuppertal. Die Menschen sitzen in ihren Häusern fest. Dann hat sich aber herausgestellt, das ist keine Ausgangssperre. In Oberhausen und Wuppertal gibt es einfach keinen Grund auszugehen. Aber auch in den meisten anderen Städten läuft der Aufstand. Die Demonstranten fordern, dass es in Deutschland keinen Stillstand, keine Inkompetenz und keine Korruption mehr geben darf. Kein Stillstand, keine Inkompetenz und keine Korruption. Das würde das Ende für die Stadt Köln bedeuten. Aber vor allem haben die Demonstranten wie in Arabien genug von der Machtklicke an der Regierung, wobei es Unterschiede zwischen den arabischen Ländern und Deutschland gibt. In Ägypten, Tunesien und Libyen wollen die Menschen wählen, damit sich was verändert. Wir wählen seit Jahren, aber es verändert sich nichts. Seit Jahren werden Steuerreformen, Gesundheitsreformen, Bundeswehrreformen und Bildungsreformen versprochen. Nichts ist passiert. Deshalb wollen ab dem Wochenende in einer Großdemonstration auch alle deutschen Schüler mit großen Bannern demonstrieren, auf denen sie ein solidarisches und niveauvolles Schulsystem fordern. Allerdings muss ich noch einen Schüler finden, der die Wörter solidarisch und niveauvoll und System fehlerfrei auf das Banner schreiben kann. Die deutschen Ärzte wollen auch demonstrieren. Erst forderten sie, die gesamte Regierung solle abgesetzt und für immer ins Gefängnis geworfen werden. Aber dann haben sie beschlossen, das Kabinett zuliebe in ein deutsches Krankenhaus eingeliefert und einen Monat als Kassenpatienten behandelt werden. Dagegen ist lebenslang Gefängnis die angenehmere Alternative. Es demonstrieren aber auch die geknechteten Steuerzahler, die Arbeitslosen, die frustrierten Mittelständler und die Intellektuellen. Wim Wenders dreht spontan einen Kinofilm mit dem Titel Aufstand gegen die Hoffnungslosigkeit. Mit Angelina Jolie als Angela Merkel und Veronika Ferres als Hoffnungslosigkeit. Und schließlich demonstrieren die 20 Millionen deutsche Rentner. Die sind ja ohnehin die größte Protestgruppe. Schon bei Stuttgart 21 waren die meisten Demonstranten Rentner. Viele haben sich da tagelang an Sitzblockaden beteiligt. Gut, bei den meisten lag das daran, dass sie einfach nicht mehr hochgekommen sind. Aber die Rentner sind eine Macht. Das verbindet Deutschland mit Ägypten. Die Grundlage des Staates sind die Mumien. Und die fordern ein neues System. Und das wird kommen, auch in Deutschland. Alle Parteien werden abgeschafft. Dafür kommen die klügsten deutschen Köpfe aus dem Ausland zurück. Boris Becker, Otto Rehhagel und Michael Schumacher. Präsident wird der Mann, der eh von den meisten Deutschen als der Schlaueste angesehen wird. Günther Jauch, der vor das Volk tritt und ruft, wollt ihr A, Demokratie, B, Diktatur, C, billigeres Benzin oder wollt ihr D, jemanden anrufen? Ganz Deutschland ist für C, billigeres Benzin. Und es bildet sich eine neue Regierung unter dem Vorsitz des ADAC. Lena wird Außenministerin, Lukas Podolski wird Bildungsminister, Rainer Kallmund wird als Teilrepublik autonom. Ich guck mal, dass ich dann schnell ein Visum fürs Ausland kriege. In diesem Sinne, vive la Revolution!